Hallo Freunde von Planeo, mein Name ist Ferdinand und ich stehe hier draußen auf einem Industriegelände. Die ersten Sonnenstrahlen des Jahres laden ein, rauszugehen und Dinge zu verändern. Wir wollen uns heute einmal anschauen, ein Projekt, ein Altbau, wollen sehen, wie die Substanz ist und wollen uns hier einmal um die Nutzung kümmern, wollen etwas Neues daraus machen, was uns nicht gefällt, wenn ein Gebäude wie dieses hier brach liegt. Und wir wollen daraus etwas Neues machen, etwas Neues zum Leben erwecken, wollen schauen, wie die Substanz ist. Hier sieht man schon, wurde einiges schon gestartet, aber es wurde nie zu Ende gemacht. Wir werden uns drinnen anschauen, wie die Räumlichkeiten sind, wie wir die Decken machen müssen, wie wir die Wände machen müssen, ob da überhaupt Substanz ist, darauf aufzubauen oder ob man vielleicht doch den einen oder anderen Abriss vornehmen muss. Wir gehen zusammen rein und schauen uns das an. Wir stehen jetzt hier im Eingangsbereich. Hier sind alte Natursteine irgendwie verbaut. Hier sind massiv gemauerte Wände. Das sieht erstmal, oh, hier haben wir Trockenbau. Die Decke ist insgesamt so auf 3 Meter. Und wir schauen jetzt einfach mal, wie wir die Räume so vorfinden. Wir gehen in den nächsten Raum einmal zusammen rein. Und hier sehen wir schon, hier stellt sich alles ganz anders dar. Hier ist schwierig zu ergründen, was hier alles vorher gemacht wurde. Hier ist auf jeden Fall jede Menge zu renovieren. Wir haben ja Putz, der gelöst ist. Wir haben keine Deckenverkleidung. Wir haben keine Heizung hier drin. Wir finden also hier einen offenen Trockenbau. Offensichtlich ist hier irgendwie gestartet worden mit einer Renovierung. Aber wir müssen jetzt schauen, was ist da überhaupt an Substanz da und was kann man aufbauen. Wir finden also in diesem Raum jede Menge Möglichkeiten zur Renovierung. Die offene Decke, diese Trockenbauwand, das wird alles weggerissen. Wir werden komplett neu alles aufbauen. Das heißt also, wir fangen an mit einer Rasterdecke. Wir werden die Wände komplett neu gestalten. Wir werden hier natürlich an dem Putz schauen müssen, was wir da abschlagen müssen, wie wir die Risse sanieren, Löcher von einem Kamin zumachen und so weiter. Das sind alles Themen. Dann müssen wir uns um den Boden kümmern. Der Estrich, der hier vorhanden ist, also der sieht sehr, sehr mitgenommen und versaut aus. Wir brauchen auf jeden Fall hier auch Prüfung, weil wir haben hier ein Material, was eben schwarz ist. Und wir müssen wissen, ist es ein Asphaltestrich, ist da vielleicht Asbest enthalten oder geht es auch um PAK-Belastung. Also da müssen wir wirklich auch die Analysen abwarten und schauen, dass wir hier also auf unsere eigene Sicherheit achten, während wir hier mit den Sachen arbeiten, dass wir die Gesundheit der Mitarbeiter nicht gefährden. Wir gehen noch mal rüber in einen Nebenraum, da sind noch Sanitäranlagen und die schauen wir uns auch noch mal zusammen an. Hier wurde ein Durchbruch in die Wand gemacht mit einem viel zu engen Durchgang. Wenn man hier reingeht, ist hier eine Dusche vorgesehen gewesen. Dazu hat man hier ein bisschen Trockenbau betrieben, aber alles nicht fertig. Der ganze Boden ist alt und marode. Dann hier ein WC, das vom Anschluss her noch funktioniert, aber trotzdem müssen wir hier alles neu machen, neu gestalten und auch nach neuesten Standards abdichten. Denn was wir uns nicht erlauben können, etwas neu aufzubauen und zu investieren und dann eine Substanz zu wählen, die nicht geeignet ist, darauf neue Dinge aufzubauen. Wir befinden uns hier in einem größeren Teil dieses Gebäudes, ein Teil, der vielleicht zu Wohnraumzwecken genutzt wurde, vielleicht zu Büro- oder Seminarzwecken, weil hier ist eine Küche, große Fenster, viel Licht, ein bisschen was an Badezimmermöglichkeiten. Wir wollen auf jeden Fall schauen, was wir aus diesen Räumen machen können. Wir haben leider keine Unterlagen mehr zu diesem Gebäude. Die Unterlagen sind und die Bauakten sind im Archiv der Stadt abgesoffen. Wir schauen also, wie ist der Bestand, was können wir davon nutzen, wie können wir das wirklich auf neuesten Stand bringen. Die Decke sieht soweit gut aus. Wir haben allerdings einige Stellen, die feucht sind, da kommt Wasser durch. Wir müssen also schauen, wie ist das Dach? Gibt es dort vielleicht feuchte Stellen? Und wie sieht es aus mit den Wänden? Was müssen wir da neu machen? Denn
was wir natürlich machen müssen. Wir müssen nach neuestem Standard alles wieder so aufbauen, dass wir keinen Schimmel zu erwarten haben. Wir müssen gucken, dass wir vielleicht mit Mineralputzen an der Wand arbeiten. Und dann kommt das Thema eben Heizung. Hier ist keine vorhanden. Das heißt, wir müssen an dieser Stelle den Boden komplett aufnehmen, der alt ist, der keine Fußbodenheizung aufnehmen kann, die hier aber rein soll, damit die Räume auch wieder warm werden. All diese Themen, die in diesem Altbausanierungsprojekt vorkommen, kommen einer nach dem anderen. Wir werden zu jedem Thema ein eigenes Video machen und deshalb folgt diesem Video. Ihr werdet sehen, wie wir die einzelnen Probleme angehen, wie wir sie lösen, und abonniert den Kanal, so verpasst ihr auch nichts.